Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 30 der Reihe über romantische Liebe in der Literatur des Abendlandes im 18. und 19. Jahrhundert. Vampirismus. Heute geht es um einen weiteren Aspekt der schwarzen Romantik, die wir die letzten Male ausführlicher behandelt haben mit dem Grauen aus der Gruft, nämlich um Vampire. Es geht um attraktive Sexualpartner, die tot sind, die gestorben sind und die ihre lebenden Geliebten in Gefahr bringen, in das Grab holen oder eben zu Vampiren machen. Das letzte Mal haben wir uns die Frauen angeschaut. Das war der Typ der Lorelei. Und heute wollen wir verstärkter auf die Männer eingehen, und zwar auf männliche Vampire. Vampire sind so beschrieben, dass sie auf die Leserschaft, die bei Liebesromanen vor allem auch weiblich ist, sexuell attraktiv sind. Vampire sind tote Blutsauger, die aufgrund ihrer sexuellen Anziehungskraft sehr gefährlich sind, gerade für Frauen. Blutsaugende Nachtgestalten mit übernatürlichen Kräften, die das Blut aus den geliebten Personen heraussaugen und für Unsterblichkeit dieser Person sorgen, aber nun eben in einem heidnischen, in einem bösen Sinne und nicht mehr in einem himmelstürmenden, paradiesischen Jenseits. Diese Typen werden um 1800 interessant und sie sind es bis heute geblieben. Wir haben Berichte über Vampire, gerade auch im 18. Jahrhundert, auch als in dokumentarischen Berichten taucht auf einmal Vampirismus auf im Strafrecht. Aber nun, um 1800 wird dieses Thema literarisch. Und am Anfang muss man sagen, sind es auch durchaus weibliche Vampire, die die Männer noch in Gefahr bringen. Ein ganz berühmtes Gedicht stammt von Johann Wolfgang von Goethe, Die Braut von Korinth, eine Ballade, die 1797 im sogenannten Balladenjahr von Goethe entstanden ist. Sie umfasst 28 Strophen und der Inhalt ist folgender: Der Sohn eines Atheners liebt ein Mädchen aus Korinth und sie sind sich versprochen. Wir befinden uns also auch im heidnisch-griechischen Umfeld. Und die Familie aus Korinth tritt nun zum Christentum über und zwingt die Tochter dazu, keusch zu sein. Daraufhin stirbt diese Tochter aus Gram und erscheint nun bei einem Besuch des jungen Mannes ihm nachts in einer vampirähnlichen Gestalt. Sie holt ihn ins Grab und das ist sozusagen ein Gedicht, das erstaunlicherweise eben von Goethe stammt, das zum ersten Mal so dieses Motiv des Vampirs, vampirähnlichen Geliebten, toten Geliebten ins Spiel bringt und für Goethe einfach eine Gestalt war, die vehement Kritik am Christentum und seiner Leibfeindlichkeit, seiner sexuellen Verdammung aller Sexualität entsprach. Das Geschlechtliche in der christlichen Welt hat immer einen negativen, teuflischen Aspekt gehabt und genau das wollte er in diesem Gedicht eben auch kritisieren. Und ich lese Ihnen zwei Strophen aus dieser Ballade vor. Der weibliche Vampir, ähnliche Geliebte, spricht: Aus dem Grabe werd ich ausgetrieben, noch zu suchen das vermisste Gut,
noch den schon verlorenen Mann zu lieben und zu saugen seines Herzens Blut, ist um den geschehen, muss nach andern gehen, und das junge Volk erliegt der Wut. Schöner Jüngling, kannst nicht länger leben, du versiechest nun an diesem Ort. Meine Kette habe ich dir gegeben, deine Locken nehm ich mit mir fort. Sieh sie an genau, morgen bist du grau und nur braun erscheinst du dort. Ja? Hier eben eine weibliche Gestalt, die ein Blutsauger ist, aus dem Grab erscheint und den Jüngling ins Grab zieht und dabei schon von vornherein sagt, dass ihr das nicht reichen wird und dass sie sich dann nach anderen Geliebten umschauen wird. Die große Zeit der Vampire entsteht im 19. Jahrhundert und es beginnt mit einem Aufenthalt einer englischen Gesellschaft am Genfer See in der Villa Diodati 1816. 1816 treffen sich in dieser Villa am Genfer See englische Autoren, die nun dieses Thema des Vampirs ins Spiel bringen, und dabei sind berühmte Geschichten entstanden, die dann eine entscheidende Rolle auf die Ausgestaltung dieser Figur geübt haben. Zunächst ist da zu nennen John Polidori, ein englischer Autor, 1795 bis 1821 hat er gelebt. Und dann bei dieser Gesellschaft war auch Percy Bysshe Shelley dabei und dessen spätere Gattin Mary Godwin sowie deren Stiefschwester Claire Claremont. Es regnete. Ursache war wohl der Vulkanausbruch des Tambora 1815. Es war zu einer Klimaveränderung gekommen. Und nach reichlichem Laudanumgenuss beschloss die englische Gesellschaft, sich okkulten Themen zuzuwenden, Gespenstergeschichten zu erfinden. Byron schlug vor, jeder sollte eine Geschichte schreiben. Mary Godwin schrieb ihren berühmten Roman Frankenstein, der 1818 erschien. Lord Byron lieferte einen kurzen Entwurf und Polidori schrieb eine kurze Geschichte, Der Vampir, angeregt eben durch das Fragment von Byron. Und den Vampir, den er in dieser Geschichte beschrieb, war Lord Ruthven. Dieser Lord Ruthven hatte Byron ähnliche Züge und wird nun den späteren berühmten Roman von Bram Stoker, Dracula, entscheidend beeinflussen. Es ist die erste Vampirerzählung der Weltliteratur und begründete den modernen Typ des Vampirs. Der Inhalt, ein Lord Ruthven, ein perfekter Gentleman, mit besten Manieren, äußerstem Zartgefühls und zweifelhaftem Ruf, ein sehr vornehmer Mann, wird bei einer Reise in einem Überfall getötet und taucht dann nach einem Jahr unter anderem Namen in der englischen Gesellschaft wieder auf. Und er ist äußerst verführerisch. Die Menschen um ihn herum verfallen ihm und vor allem auch die Frauen. Und viele dieser Frauen verschwinden dann auf sehr mysteriöse Art und Weise. Und dieser Lord Ruthven wird folgendermaßen beschrieben. He threw fear into the breasts, also er warf Angst in die Brust der Menschen, die ihn sahen. Eine sensation of awe, also einen Eindruck von Schrecken, rief er hervor. Und es wird beschrieben, the dead grey eye, which fixing upon the object's face, ja,
Also das tote, graue Auge, das sich auch fixiert auf ein Objekt und starr ansieht. Und dieser Lord Ruthven ist so mysteriös, so elegant, so besonders, dass er überall hin eingeladen will. Jeder will ihn sehen, alle wollen ihn treffen. Und er ist einfach wunderbar gegen die Langeweile, die die englische Gesellschaft ergriffen hat. In spite of the deadly hue of his face, which never gained a warmer tint. Also trotz der Todesfarbe, die sein Gesicht kennzeichnete und nie eine wärmere Färbung annahm, wird er eben sehr gerne gesehen in der englischen Gesellschaft. Die Form seines Gesichtes wird als beautiful beschrieben und gerade viele Frauen fühlen sich hingezogen zu ihm, trotz und gerade wegen seines zweifelhaften Rufs. Dieser Vampir von Polidori prägt dann später ganz entscheidend die Gestalt des männlichen Vampirs bis heute. Am Anfang der Geschichten über Vampire und dann auch immer wieder tauchen auch weibliche Vampire auf. Aber der männliche Vampir dominiert schon in den Geschichten. Und das wird nicht zuletzt daran liegen, dass Liebesgeschichten, Geschichten, in denen es um große Gefühle geht, gerade auch von Frauen sehr, sehr gern gelesen werden. Und heterosexuelle Frauen lieben nun einfach Männer und da ist die Dominanz des männlichen Vampirs erklärlich. Einen weiblichen Vampir hat Sheridan Le Fanu 1872 in seiner Novelle Carmilla beschrieben. Darin geht es um einen weiblichen Vampir, eben namens Carmilla, und Schauplatz ist die Steiermark. Jetzt verlagert sich schon der Ort, an dem es Vampire gibt, in das östliche Europa. Und diese Carmilla beißt nun in die Brust der Heldin Laura. Bereits mit 6 Jahren tut sie das. Sie ist eine große Gestaltwandlerin. Sie verwandelt sich gern auch in große Katzen und sie hasst alle christlichen Gebräuche. Gekennzeichnet ist sie durch starke Stimmungsschwankungen und zu ihrer großen Liebe zu Laura. Das heißt, kennzeichnend ist auch etwas, was dann generell auch Vampire, männliche und weibliche, charakterisieren wird, nämlich auch die homosexuelle, lesbische Liebe dieser toten Menschen. Es stellt sich heraus, dass diese Carmilla eine Vorfahrin von Laura gewesen ist, nämlich die Gräfin Karnstein. Und sie bringt Laura in Todesgefahr. Laura kränkelt, kann gerade noch gerettet werden und die Vampirin wird schließlich vernichtet. Carmilla bevorzugt die Nacht, muss sich aber auch vor der Sonne schützen. Das sind alles Merkmale, die wir dann später in dem großen Roman Dracula von Bram Stoker 1897 wiederfinden werden. Hier ist der Schauplatz tatsächlich nun eben ein Schloss in Siebenbürgen. Und dort wohnt Graf Dracula, ein Adliger, wieder aus einer hohen Gesellschaftsschicht. Und dieser Graf ist gekennzeichnet dadurch, dass er kein Spiegelbild hat. Einen gierigen Gesichtsausdruck aufweist, sobald er Blut riecht und sieht. Er hat lange sehr weiße, spitze Zähne und sehr rote Lippen. Er kann die Wände hochklettern wie eine Eidechse und ist sehr oft zu sehen in Begleitung dreier weiblicher Vampire. Tagsüber liegt er in einem Sarg in einer Gruft des Schlosses. Er ist ein großer Gestaltwandler, der sich in einen großen schwarzen Hund, einen Wolf verwandeln kann ab und zu. Und wie gesagt, bevorzugt sind Bisse
in den Hals dieser Vampire, der Menschen durch die Vampire. Allergisch reagiert Dracula auf Knoblauch. Und das sind jetzt alles Merkmale, die wir dann eben in fast allen Vampirgeschichten, auch des 20. Jahrhunderts, auch auf sehr amüsante Art und Weise wiedergegeben, dargestellt finden. Einen Untoten kann man nur dadurch töten, dass man ihn einen Holzpflock ins Herz stößt, den Kopf abtrennt und den Mund mit Knoblauch füllt. Und dann wird der Leib dieses Untoten zu Staub zerfallen. Also, klassische Merkmale, adlig, gute Herkunft, erotisch äußerst anziehend, unheimlich, übermenschliche Kräfte, rote Lippen, weiße Zähne, sehr spitze Eckzähne, ja, die Bevorzugung der Nacht, das sind alles Momente, wie wir sie bis heute eben in den Vampirromanen wiederfinden werden. Und gerade die erotische Komponente dieser männlichen Vampire ist ganz, ganz wichtig. Sie üben eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf die Frauen aus und verwandeln sie eben durch einen Biss in den Hals in die ewige geliebte Person, die immer an der Seite des Vampirs zu sehen sein wird. Und zum Schluss möchte ich Ihnen erzählen, wie diese Gestalt des sexuell anziehenden Mannes bis in die Gegenwart eben ihre vor allem auch weibliche Leserschaft findet, auf eine sehr amüsante Art und Weise, berühmt geworden in Stephanie Meyers Twilight Saga. Stephanie Meyer, geboren am 24.12.1973 in Connecticut, eine Mormonin, hat 4 Bände einer Twilight-Saga geschrieben, deren Hauptfigur Bella und der Vampir Edward Cullen sind. Und sie hat mit ihren Büchern 155 Millionen Bücher verkauft und 11 Millionen davon allein in deutscher Übersetzung. 2005 kam der erste Band Twilight heraus, ist sofort zum Bestseller geworden und schildert eben nun die unsterbliche Liebe des Vampirs Edward Cullen zu Bella Swan. 2008 wurde das verfilmt mit Kristen Stewart und Robert Pattinson und ist weltberühmt geworden. Bella Swan, der schöne Schwan. Die Schwäne sind ja berühmt dafür, dass sie in ewiger Treue zu ihrem jeweiligen Partner verfangen sind und dass diese Treue auch über den Tod hinaus Gültigkeit hat. Sie singen angeblich ein Klagelied, wenn ihr Partner stirbt. Und Bella Swan ist nun eben die menschlich-weibliche Entsprechung zu so einer tierischen Gestalt. Sie ist jungfräulich, das ist ganz wichtig, und sie ist magisch angezogen mit ihren 17 Jahren von Edward Cullen. Cullen ist ein wunderschöner Vampir, der kein Menschenblut trinkt. Er ist sozusagen, wir würden es so formulieren, Vegetarier auf seine Art und Weise geworden, und seine ganze Familie ist das mit ihm geworden. Die Familie ist gekennzeichnet durch eine Feindschaft mit Werwölfen. Und der Gegenspieler von Edward Cullen ist dann Jacob Black geworden, der auch in Bella Swan verliebt ist. Nun rettet Edward Cullen Bella immer wieder aus gefährlichen Situationen. Er ist unheimlich stark und beide charakterisiert eine sogenannte Highschool-Liebe. Sie treffen sich in der Highschool. Es ist ein Coming-of-Age-Roman.
wie das in den angelsächsischen Liedern, Ländern auch sehr, sehr beliebt ist. Die jungen Mädchen, die sich zum ersten Mal verlieben, auch die Jungs, die sich zum ersten Mal verlieben und die sich eben völlig hingeben dem Partner. Sie verzichten sogar auf ihre göttliche Seele zugunsten dieser ewigen Liebe zu einem Mann oder auch eben einem Mädchen. Und Stephanie Meyer hat es wunderbar verstanden, diese jungen Mädchenträume einzufangen, nämlich ja auch die lange währende und gewisse Jungfräulichkeit von Bella Swan. Sie kann eben und darf auch nicht von Edward Cullen gebissen werden. Er darf nicht mit ihr schlafen, weil er sie sonst eben in eine Vampirin verwandeln wird. Und ganz zum Schluss wird das dann auch tatsächlich geschehen. Aber dann ist eben auch die Saga zu Ende. Ich lese Ihnen ein Stück aus diesem Roman, aus diesem ersten Roman vor, der genau das wiedergibt, denke ich, was weibliche Leser so besonders berührt hat an dieser Geschichte der Liebe zwischen einem jungen Mädchen und einem äußerst reizvollen, sexuell anziehenden jungen Mann. Edward, du bist also schon bereit für das Ende, murmelte er vor sich hin, bereit für das Ende deines Lebens, obwohl es gerade erst begonnen hat, bereit, alles aufzugeben? Es wäre nicht das Ende, sondern der Anfang, widersprach ich leise. Ich bin das nicht wert, sagte er traurig. Erinnerst du dich, dass du mir mal gesagt hast, ich könne mich selber nicht sonderlich gut einschätzen? Fragte ich spöttisch. Du hast offenbar dieselben Schwierigkeiten. Ich weiß, was ich bin. Ich seufzte. Wieder einmal wechselte er abrupt seine Stimmung. Er schob die Lippen vor und musterte mich eindringlich. Sekundenlang ruhte sein Blick auf meinem Gesicht. Du bist also wirklich bereit. Ich schluckte. Ja. Er lächelte und beugte sich hinunter, bis seine kalten Lippen die weiche Stelle an meinem Hals berührten, wo der Puls unter der Haut pocht. Jetzt gleich? Sein kühler Atem an meinem Hals ließ mich erschauern. Ja, ich flüsterte, um zu verhindern, dass meine Stimme brach. Mein Atem ging unregelmäßig und mein Körper war hart wie ein Brett. Doch wenn er dachte, dass ich ihm etwas vorspielte, hatte er sich getäuscht. Meine Entscheidung stand fest und ich würde sie nicht ändern, auch wenn meine Hände vor Angst zu Fäusten geballt waren. Er lachte finster in sich hinein und hob seinen Kopf. Seine Miene war tatsächlich enttäuscht. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich so leicht nachgebe, spottete er leicht angesäuert. Man kann ja mal träumen. Er zog seine Augenbrauen hoch. Das ist dein Traum, ein Monster zu werden? Nein, nicht ganz, erwiderte ich und verzog das Gesicht von wegen Monster. Hauptsächlich träume ich davon, für immer mit dir zusammen zu sein. Er hörte den leisen Schmerz in meiner Stimme und sah mich mit zärtlicher Wehmut an. Bella, er strich über meine Lippen. Ich bleibe bei dir. Ist das denn nicht genug? Mein Mund weitete sich unter seinen Fingerspitzen zu einem Lächeln. Für den Moment, ja. Stirnrunzelnd registrierte er meine Hartnäckigkeit. Keiner von uns beiden würde an diesem Abend nachgeben. Er atmete aus und es klang beinahe wie ein Knurren. Ich berührte sein Gesicht. Edward, ich liebe dich mehr als alles andere in der Welt zusammen. Ist das denn nicht genug? Doch, es ist genug, antwortete er lächelnd. Genug für alle Zeiten. Und er beugte sich hinab, um abermals seine kalten Lippen an meine Kehle zu legen.